Die Schule Britanne Militär Charles Thioré liegt in der Nähe der Stadt Saint-Louis im Norden Senegals. Sie ist eine Kadettenschule und gleichzeitig eine Passschule mit gymnasialen Zweig bis zum Abitur. Die Schüler wohnen hier im Internat und kommen zu Fuß in die Klassenräume. Einige der Schüler, die hier Deutsch lernen, werden an ihre Deutschlernenden zum Thema »Wie erlebe ich Deutsch im Senegal?« interviewen. Hallo Leute, heute Morgen wollen wir ein Interview mit dem Schüler aus Ndoumbia machen. Seit wann lernst du Deutsch und warum hast du Deutsch als Fremdsprache ausgewählt? Ich lerne Deutsch seit 3 Jahren und ich habe viele Gründe, Deutsch zu lernen. Zuerst finde ich Deutsch am besten und am interessantesten. Ich finde es wichtig, Deutsch zu lernen. Ich habe ein Stipendium mit dem Goethe-Institut. Deshalb werde ich an Deutschland fliegen. Was möchtest du in Deutschland, wenn du dich machst? Ich möchte gerne das Museum von Mercedes-Benz besichtigen, das in Stuttgart. Und ein Fußballspiel in Freiburg erleben. Und natürlich meine Sprachprüfung bestehen. Interessant. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen in Ihre alten Schule. Vielen Dank. Können Sie sich vorstellen? Ich bin Amadouso. Ich war da schon im 1983 als Schüler, erst in 7. Klasse. Und jetzt bin ich Deutschlehrer. Gibt es einen Unterschied zwischen dem vorherigen Deutsch und dem heutigen im Senegal? Ja, natürlich gibt es einen sehr großen Unterschied. Damals hatten wir nicht diese Technologien heute wie heute. Und heute ist auch der Deutschunterricht kommunikativer als vorher. Wie gefällt Ihnen die Arbeit als Deutschlehrer? Ja, das gefällt mir gut. Das war ein Traum auch. Besonders schon in der Primärklasse hatte ich auch diese große Lust, einmal etwas mit der deutschen Sprache zu tun. So in einem Wort Deutsch macht Ihnen Spaß? Ja, viel Spaß. Viel Spaß. Also, wir sind hier mit unserem Gast, Mann. Sprichst du Deutsch nach dem Unterricht? Ja, genau. Also ich habe Freunde, die Deutsch sprechen. Also in sozialen Netzwerken wie WhatsApp und so weiter sprechen wir meistens auch Deutsch. Also wir müssen an den anderen Sprachen ist die deutsche Sprache sehr wichtig in Senegal. Die Sprache öffnet viele Türen für die Schüler. Zum Beispiel, sie bekommen Stipendien und haben Chancen, in den Ferien nach Deutschland zu fliegen. So, welche Erinnerungen hast du von Deutschland? Also von Deutschland werde ich immer schöne Erinnerungen haben. Die Deutschen sind sehr offen, wissbegierig und in einem Wort kann ich sagen, dass Pünktlichkeit, Ordnung und Bier kennzeichnen die Deutschen. Wie das Sprichwort sagt, 10 Minuten vor der Uhr ist die deutsche Pünktlichkeit. Was weißt du über das Leben? Die Lebensbedingungen sind sehr gut. Ja, dort gibt es viele Forschungen und sie nehmen an die Entwicklung der Welt. In Deutschland, ich habe unvergessliche Momente verbracht, vor allem mit anderen Schülern. Sie in verschiedenen Ländern kommen, denn das ist nur einfach atemberaubend. Das war so? Das war super, ja. Sehr interessant. Warum und seit wann lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch. Weil ich finde, es eine interessante Sprache ist. Vorher habe ich gehört, dass Deutsch ist eine schwere Sprache. Aber ich habe Deutsch als Herausforderung gewählt. Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich heiße Herrn Dau, Malik Dau. Ich bin Deutschlehrer und Fortbilder in Jazz. Und ich unterrichte Deutsch seit 1995. Sind die Reisen nach Deutschland für Ihre Arbeit und Erkenntnis? Diese Reise ermöglichen mir,
deutsche Landeskunde zu lernen, wie die Deutschen sprechen, wie die Deutschen ins Restaurant gehen, wie sie zum Beispiel sich verhalten. Das ermöglicht mich, wirklich meinen Schülern oder meinen Kollegen auch zu sagen, so ist es in Deutschland. Weil man weiß, das gilt nicht in den Büchern zu lernen, sondern wenn man das alles miterlebt, ist es besser. Das war interessant. Ja. Okay. Danke für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank.